So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metroid Fusion. Ich habe mal den Sound ein ganz bisschen leiser gedreht, tatsächlich nicht viel. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was merkt. Ich sollte mich nicht so krass vor meinem Mikrofon hin und her bewegen, damit ich auch eine einheitlich laute Stimme habe. So, wir können jetzt wieder zurück in Richtung Navigationsterminal, um mal mit Adam, KI-Adam zu reden. Genau, noch einmal nach oben, ne? Hier. Gibt es noch irgendwas, das wir sonst erkunden können? Eher nicht, ne? Wir haben irgendwie alles erledigt. Ja, da links, da konnten wir noch nicht weiter, ne? Und in den grünen Raum da oben kommen wir leider auch noch nicht rein. Da fehlt uns nämlich was für. Die kriegt man auch irgendwie nicht tot, ne? Wahrscheinlich wirklich nur mit. Aua, mit Raketen. Jo, naja, gut. Ist mir ein bisschen zu verschwenderisch hier. Ich kann das den ganzen Tag machen. Wie man sieht, kann ich es nicht den ganzen Tag machen. Was auch immer. Ich muss den Ozean Umweg nehmen. Oben lang. Übrigens, ich habe mal ein bisschen geguckt. Bezüglich der. Also. Ich habe vorhin nicht erwähnt, deswegen soll ich sagen. Die Framerate im Spiel ist ja nicht besonders hoch, ne? Wenn man mal so guckt. Oh Gott. Oh Gott. Groß und pixelig. Wie geht? Naja, wie dem auch sei, die Framerate von dem Spiel ist ja gar nicht mal so hoch, ne? Wie man vielleicht sieht. Ich dachte einfach, okay, das liegt einfach am Emulator. Gameboy, der kann halt nicht mehr. Tatsächlich habe ich mir aber mal so zum Vergleich ein bisschen was anderes angeguckt. Andere Let's Plays. Und da läuft das Spiel flüssiger. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich meinen Emulator durchgeguckt, ob es da irgendwelche Framerate-Einstellungen gibt oder so. Ich habe nichts gefunden. Keine Ahnung. Also irgendwie, ja. Blaue Türen. Ich glaube, da brauchen wir den Itzebeer. Habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich. Naja. Ich habe keine Ahnung, ist alles merkwürdig, aber naja, hat es wenigstens hier ein bisschen Originalstimmung, weil ich denke mal, so war die Framerate auch auf dem Original Gameboy. Weil halt Gameboy. So. Speichere ich mir natürlich mal ab. Warum denn noch nicht? So. Kumpel. Die Klimastabilisatoren sind wieder im Einsatz, doch wie es scheint, haben viele X bereits andere Sektoren erreicht. Zu den Einzelheiten. Sektor 2, Tro. Ein tropischer Lebensraum, weist einige Abnormalitäten. Egal, Abnormitäten auf. Ich vermute, die X sind mithilfe unseres unidentifizierten Saboteurs in diesen Sektor gelangt. Er oder es hält sich möglicherweise in Sektor 2, Tro auf. Samus, machen Sie sich auf den Weg dorthin. Wir müssen diesen Irrsinn beenden. Sind die Anweisungen klar? Jo. Weitere Anweisungen halten Sie am Thron-Navigationsterminal. Kein Problem. Kriegen wir hin. Denke ich. Hoffe ich. Kurzer Sektor auf jeden Fall. Ja, ich denke, mit den nächsten Sektoren wäre noch länger. Während der Einsatzbesprechung musste ich an Adam denken. Der richtige Adam konnte mich gut verstehen. Nachdem er seine Befehle Befehle gegeben hatte, fragte er immer, irgendwelche Einwände, Lady? Ja, genau das haben wir immer in Other M gesehen. Dabei wusste er genau, dass ich einverstanden war. Das war seine Art, unser gegenseitiges Vertrauen zu begründen. Ich frage mich, ob ich diesem Computer auch vertrauen kann. Eigentlich ganz lustig, dass man hier halt auch schon so ein bisschen so, das hat, was dann halt in, Metroid Other M halt so viel kritisiert wurde. Nämlich, dass Samus eigentlich auch eine Backstory, also dass, ne, Samus auch Gefühle zeigt, dass sie halt nicht mehr diese taffe Heldin ist, die alles kann, sondern so auch ein bisschen ihre gebrechliche Seite zu sehen ist. Was natürlich in Other M so ein bisschen anders ist, weil es da manchmal sehr, ja, plakativ ist, wenn sie dann wirklich, keine Ahnung, gefühlt schreit und einfach in Situationen, wo man sich denkt, hä, im vorangegangenen Spiel war das auch kein Problem, wenn Ridley kommt und sie aber komplett durchdreht. Aber trotzdem, eigentlich ganz lustig, dass man es ja auch schon so ein bisschen hat. Die Sektoren sind echt klein. Ich kenne nun die Identität des rätselhaften Saboteurs. Samus. Es ist ein X, das sie perfekt nachahmt. Deshalb werde ich es künftig als SAX bezeichnen. Danke, dass es direkt weggeskippt ist. Sein Ursprung liegt offenbar in den Kapseln, in denen die infizierten Reste ihres Anzugs aufbewahrt wurden. Durch den Einsatz einer Powerbombe konnte es aus der Quarantänestation fliehen. Die Explosion zerbrach sämtliche Kapseln mit X-Parasiten. Der Anfang dieses Desasters. Doch unsere größte Sorge stellt momentan das SAX dar. Das SAX verfügt über ihre uneingeschränkte Kampfkraft.
Bei einer Begegnung hätten sie nicht die geringste Chance. Rennen sie um ihr Leben, falls sie ihm begegnen. Denken sie erst gar nicht ans Kämpfen. Noch immer sind sie äußerst kälteempfindlich. Ein unerwarteter Nebeneffekt des Metroid-Serums. Ein Icebeam könnte sie wie ein Metroid einfrieren. Natürlich verfügt das SRX über einen Icebeam. Meinen sie es also? Nochmals, rennen sie davon, wenn sie es sehen. Das HQ hält im Datenraum die Bombendaten bereit. Bomben sollten ihnen helfen, einen Ausweg zu finden, falls sie dem SRX ausgeliefert sind. Hier finden sie den Datenraum mit dem netten D auf der Karte. Allerdings ist es durch eine Ebene 1 Schleuse abgeriegelt. Suchen sie daher zunächst das Sicherheitsterminal auf, um die Ebene 1 Sperre zu lösen. Es ist jedoch gemäß der Sicherheitsprotokoll nicht auf der Karte verzeichnet. Sie müssen es selbstständig finden. Wird sowieso oben rechts irgendwo sein, denke ich. Oder der kleine Raum da unter. Suchen Sie zuerst das Sicherheitsterminal und lösen Sie die Ebene 1 Sperre, dann suchen Sie den Datenraum, um die Bombendaten zu erhalten. Die Anweisung klar? Jo. Nehmen Sie sich vor dem SRX in Acht. Alright. So, nochmal speichern. Ach, warum nicht? So, aber das hier muss ich jetzt nicht auffüllen. Genau. Mir fliegt eine Fliege im Gesicht rum. Geh weg. Ja, ich weiß, ich stinke, aber das ist eine andere Sache. So, okay. Hier können wir auch rein. Gucken wir doch mal rein. Wahrscheinlich ist hier richtig kalt. Nein, ist nicht. Gut, tropischer, ne? Warum soll es hier kalt sein? Kriege ich ja gar keinen Sinn. Oh Gott. Oh, verstehe die Problematik. Aua. Kann ich da mit denen was gegen tun? Nee. Scheiße, ich komme nicht über die rüber. Warte mal, ich glaube, ich muss dann einfach schnell sein, bevor die sich quasi, Ah, okay, das ist schon von Anfang an da. Ich kann natürlich... Ich habe ja gerade gespeichert, ne? Ich komme da nicht rüber. Oh Gott. Ich komme da nicht rüber. Gut, dann brauchen wir dafür noch was anderes. Das ist okay. Regenerator. So, eben schnell wieder auffüllen. So, aber wir sehen es ja auf der Karte, das heißt, später werde ich da hingehen und denken, warum habe ich denn das noch nicht? Jetzt ziehen ganz viel Energie. Generell, alle Gegner ziehen hier echt sau viel Energie. Also, wir kriegen natürlich noch, Spoiler, ein paar Anzugs-Upgrades, sodass es dann nicht mehr so krass ist. Aber dennoch. Okay. Wollte mit Schwert anreichen. Ich denke mal hier lang, beziehungsweise... Ja doch, da kommt wieder hoch, ne? Ah ja, okay, da kommen wir dann mit den Bomben hin. Merke ich mir. Hoffentlich. Da fahren wir dann wieder durch später. Ich durch meine Prüfung immer. Hab noch keine Prüfung nicht bestanden. Also alles gut. Flupp. Ach, der Voyager-Spiel ist nicht so geil. Der ist ein Super Metroid geiler. Vielleicht, warum funktioniert jetzt daran nicht? Keine Tür unten kam, weil ich nicht rein. War eine dunkelblaue Tür, ne? Ich weiß nicht, ob das was anderes war. Letzte blaue Tür. Nee, ist beides ungefähr. Der Map ist halt ziemlich dunkelblau, hier ist es hellblau. Das wird hier eben eine 1-Schleuse sein, das heißt, wir können dann wahrscheinlich auch im anderen Sektor was machen. Theoretisch. Praktisch, weiß ich nicht, ob es stimmt, ob das quasi nur für den Sektor geht. Ich werde aber trotzdem wahrscheinlich nicht zurückgehen. Sicherheitsterminal, haha. Weil, ja. Ihr müsst eh irgendwann nochmal dahin zurück. Und für die eine Sache, das ist viel zu viel Umweg. Ebene, ein Sperre entriegelt. Blauschleusen sind aktiv. Mein Mikrofon hängt ein bisschen. So wie meine Brüste. Was? So! Geil! Blaue Türen jetzt penetrierbar. If you know what I mean. So, dann können wir direkt mal hier unten reinschauen. Was wir hier so Schönes haben. Vermutlich irgendein. Ein Nichts. Ein großes Nichts. Hey. Nein, du haust mir nicht ab hier.
safe irgendwo was. Bestimmt das da. Problem ist natürlich, dass ich jetzt nicht nachgucken kann. Dann entweder hier oben. Okay. Dann werde ich die Bomben brauchen. Dann muss ich hier mit einer Bombe wahrscheinlich hier mit einer Bombe aufsprengen oder so. Der Raum hat natürlich einen Sinn. Das ist, das dürfte klar sein. Ich glaube, es gibt in Metroid keine Räume, die keinen Sinn haben. So, ich will alles platt machen, damit ich ganze Energie wieder kriege. Okay, jetzt sind echt viel ab, ey. Heilige Makrele. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich wieder Bomben in deiner Ecke. Da gibt es viel, was wir gleich erkunden können, sobald wir die Bomben haben. Oh. Aber die Bomben sind halt auch einfach geil. In Metroid. Die wahrscheinlich auch. Der Walljump ist scheiße. Ich vermisse den coolen Walljump. Was ist das denn? Hier schon Wario Land 4 spielen, einmal nach unten drücken und dann rollen. Blablabla. Wario Land 4 werde ich immer noch mal let's playen, ey. Das ist ein Kinderspiel. So. Bombeneinsatz. Drei. Geil. So, direkt mal testen hier. Man kann sich auf jeden Fall auch so ein bisschen nach oben ballern wieder, ne? Man kennt es. Theoretisch mit richtigem Timing. Was mit so blöd? Kann man springen? Nee. Das kommt, glaube ich, erst später. Separate Eigenschaft wieder. Weiß nicht, bei manchen Metroid-Spielen ist es ja immer bleiben direkt mit drin, dass du direkt von Anfang an mit dem Morphball springen kannst. Oder halt mit den Bomben dann. War dann nicht. Es ist merkwürdig. Ich glaube sogar in. Oh. Die Tür ist kaputt. Ich glaube sogar in Metroid Prime, ne? Das klingt jetzt voll doof, dass ich es gar nicht weiß. Ich glaube, da kann man sogar von Anfang an, hat man nur von Anfang an die Bomben, oder? Beziehungsweise, wenn man den Morph-Pattern dann bekommt. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ah, macht ja nichts. Eieiei. Ey! Aua. Das hat weh. So, rechts geht's zurück, aber hier, ist noch ein geheimer kleiner Raum? Fragezeichen? Ach du Scheiße. Ja, weiß ich nicht. Ja, Walljump. Regelt. Brauchen ganz schön lange, nehme ich viel zum Explodieren, ey. Ob hier nichts ist. Boah, warte mal. Der Knopf, ey, der B-Knopf. Ne? Das ist natürlich der B-Knopf bei mir. Auf meinem Xbox-Controller. Ne, ich schieße mit. Ding jetzt gegen. Mit X. Ist, glaube ich, ein bisschen. Der bleibt so ein bisschen stecken, tatsächlich, der Knopf. Ich muss mir echt dringend einen neuen Controller holen. Endlich mal den Xbox One, beziehungsweise Series-Controller. Ich habe heute oder gestern. Heute. Nicht heute. Gestern erst rausgefunden, dass. Alter, der bleibt richtig stecken, auf einmal der Knopf. What the fuck? Das hätte ich gedacht. Dass beide Controller quasi die gleichen sind für Xbox Series und Scheiße. Zieh durch bitte. Danke. Für Xbox One. Das ist ja nicht schlimm. So, welchen Weg will ich jetzt gehen? Hier links. Links von Herzen. Okay. Oh. Das ist enttäuschend. Alter, der Knopf bleibt auf einmal hängen, das ist ja ekelhaft. Oh. Hier geht's wahrscheinlich eh nicht weiter. Ja. Einmal so machen. Zack. Ja, ich glaube, dann werde ich mir wohl mal den nächsten neuen Controller bestellen. Und ja, ich weiß, man kann auch PS4-Controller und so benutzen, aber das ist mir so umständlich. Bei mir funktioniert das immer so nicht. Ich muss da immer erstmal ein Programm für aktivieren. Das ist mir zu stressig. Switch-Controller hat keine Trigger, das fuckt mich ab. Die brauche ich. Ende. Ja, einen schönen Xbox One Controller einmal kaufen. Einen neuen und dann habe ich erstmal die nächsten 20 Jahre wieder Ruhe. 360 Controller, die ich halt immer noch benutze, ist aber auch uralt. Okay, ich rein. Wo
wir ganz sind schon, ne? Holy shit. Das ist alles aber nicht auf der Karte markiert ist. Sollen wir das sagen, dass es hier geheimer Forschungsbereich ist oder was? Ich weiß es nicht. Alter, auf einmal ist der Knopf so im Arsch. Krass. Was habe ich dem Knopf getan? A-Knopf funktioniert noch wunderbar, aber der X-Knopf verreckt gerade ein bisschen. Dim, 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 dim. Sorry, Boys, muss ja alles erforschen. Oh Gott, der hält bestimmt viel aus. Ah. Aua. Oh, danke. Wieder full life. Ja gut, dass hier jetzt vielleicht nichts ist. Das verstehe ich. Ich weiß gar nicht, ich glaube den Scanner aus Super Metroid gibt es hier nicht, ne? Ich glaube nicht. Das ist ein geiles Item gewesen in Super Metroid, ey. Wenn man halt die Umgebung scannen kann, ne? Dinge, die man kaputt machen kann. Schon praktisch. Möchte ich sagen. Was bist du denn? Yee. Oh. Ich bin gefangen. RIP. Aha! Stimmt, diese geilen Plattformen. Bam, bedam. Dibidibidibidam, bedam. Alle Zeit der Welt. So, wo sind wir? Oh Gott, ey. Geh erstmal in die untere. Aua! Arsch. Gehen wir erstmal hier rein. Oh. Ist das wieder der Gang hier, wo man ein bisschen hier als Booster braucht? Warum kann ich das kaputt machen? Aber nur eine Speicherstation hier. Das ist ja bescheuert. Das ist bescheuert. Naja, wie dem auch sei. Ich verstehe nicht so ganz, warum ich jetzt hier lang kann. I mean, ich nehme den Weg. Bisschen entspannter. Aber gut. Vielleicht kann ich dann auch irgendwie durch Speed boosten oder so. Später. Ich weiß es nicht so genau. Oh, oh. Manche Gänge hier. Jetzt passiert ja noch was, ne? Es wurde ja schon angeteasert. Falls SRX kommt, lieber schnell weg. Hehe. Stimmt, dafür sind die Räume wahrscheinlich da. Manche dieser sinnlos erscheinenden Räume merken wir uns auf jeden Fall. Dim, dim, dim. Oh, wollt ihr haben? Es sind so viele Wege. Hilfe, komm nicht klar. Okay, Wasser ist eigentlich scheiße. Da kann ich, glaube ich, eh noch nichts wirklich machen. Außer langsam sein. Ja, genau. Kann ich im Wasser Walljump machen? Walljump-süchtig, ich weiß. Aber ich stehe dazu. Ja. Das bringt hier noch nichts. Okay. Habe ich verstanden. Bitte. Ach, come on. Dass sie aber auch nur 10 Energie wiedergeben, ne? Bin ein bisschen lächerlich. So, habe ich hier irgendwie nochmal. Nee, haben wir nicht. Okay. Zu viele Wege. Ich weiß nicht, wo ich sein soll. Schon wieder eine Speicherstation. Hm. Okay. Komme ich da so lang? Okay.
das Ende. Habe ich verstanden. Wir können natürlich noch weiter zurück und wieder nach oben gehen, aber weiß nicht. Speichern abgeschlossen. Goodie, aber eigentlich ist auch die Folge wieder so gut wie vorbei. Ich gucke jetzt auch nochmal wieder zurück eben. Sonst ist mein Gehirn nicht befriedigt. Jo. Da oben. Oh. Danke. Okay, weiter nach oben geht's scheinbar wirklich nicht. Hier ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Essigraum. Essigraum. Ah. Interesting. Okay. Gut, bin ich komplett richtig gelaufen. Guti, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann wird nochmal gespeichert. Und wir schauen mal, ob wir hier wieder rauskommen aus diesem Sektor. Sehr furchtbar. Aber furchtbar, wie weit ist hier, ne? Wie wir hier schon davor starten. Aber gut. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann, ne? Ciao!